Hallo und willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr einschaltet. Ja, ich dachte, ich nehme euch einfach heute mit. Es ist sehr regnerisch heute. Ich sitze hier am Fenster und gucke hier raus auf die Pferde. Ja, ich trinke ein bisschen Tee, wollte ich sagen, aber nein, es ist tatsächlich heißes Wasser mit Zitrone. Aber das ist so ein bisschen Kaffee- oder Teeersatz. Das hat so ein bisschen Geschmack auf jeden Fall. Und ich habe ja jetzt ja, fast, also seit 21 Tagen verzichte ich auf Kaffee. Ja, ich glaube, das ist der 19. Tag. Gestern habe ich tatsächlich Kaffee getrunken. Ich war eingeladen zum Frühstück und klar hätte ich sagen können, nee, nein, danke. Aber ich hatte auch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich war müde. Ich dachte, komm, ich trinke Kaffee. Habe sogar ja, zwei Tassen. Ja, ich gebe zu, zwei Tassen getrunken. Aber dann, es geht ja auch so, ich bin ja kaffeeabhängig, total. Ne? Ich kann ja literweise am Tag trinken. Das ist echt ein großer Fehler, eine große Schwäche bei mir. Und ich weiß aber, wenn ich einmal wieder anfange, dann bin ich, also so wie bei Alkoholikern in etwa, ne? Also wirklich, wenn ich einmal anfange, dann bin ich wieder fest drin. Aber ja, tatsächlich, ich habe gelernt, es geht, dass ich wirklich einen Tag trinke und am nächsten Tag, ja, jetzt habe ich heute Kopfschmerzen und ich würde so gerne eine Tasse Kaffee trinken, aber ich weiß, also dann bin ich wirklich fest wieder drin. Also, nein, nein, einmal ist kein Mal, ne? Und zweimal ist eine Gewohnheit. Ist das ein schwedischer Spruch? Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, es regnet, aber ich dachte, ich fahre kurz zur Drogerie gleich und hole was. Kann ich ja später was zu erzählen. Und sonst, was ich zugeschickt bekommen habe, freue ich mich sehr drauf. Ich zeige euch. Ich habe jetzt wieder die Creme Restore Comfort. Das ist ja meine Lieblingscreme. Also das ist die beste, die ich je probiert habe, wirklich. Und das ist, glaube ich, meine dritte Flasche oder sowas. Und sie hat alles, also ganz viele verschiedene Lipide drin. Das soll einfach die Lipide, jetzt muss ich eine Weile drücken hier, bis das rauskommt. Das soll die Lipide entsprechen, die eine junge Haut automatisch quasi hat. Wenn man etwas älter ist, dann fehlt das möglicherweise. Und deswegen ist das hier eine perfekte, ja, nährende Creme. Clean Beauty, wie immer von Hydroxyl, das ist ja eine deutsche Firma. Die schreiben auf der Homepage Hightech-Kosmetik und hochwirksam Clean Beauty, wie gesagt, und ja, sehr, sehr nährende Sachen. Ja, also und Spezialpflege für jede Haut, so schreiben sie auch, ne? Also von daher, wenn man irgendein Problem hat, eine Problemhaut sozusagen, ne, dann guckt bei Hydroxy oder generell einfach Anti-Aging-Sachen und so, ne? Die sind wirklich Hautpflege-Experten. Und hier freue ich mich riesig drauf, das ist Retinaid Forte. Anscheinend ist Retinaid Bestseller. Aber ich habe Retinaid Forte, das heißt für Fortgeschrittene sozusagen. Also wenn man anfangen möchte, dann empfehle ich vielleicht ein Retinoid zu nehmen. Also es sind zwei verschiedene Cremes, ne? Aber im Grunde, also es kommt darauf an, dass es Retinaldehyd drin. Das ist also eine Retinolcreme. Wow. Und es fehlt mir. Ich wollte eine Pause oder mache jetzt eine Pause im Sommer wegen Sonne und so. Da möchte ich jetzt die Haut nicht so überstrapazieren. Aber ich vermisse das so, ne? Also seit, weiß ich nicht, einem guten Monat oder so verwende ich kein Retinol, aber ich muss wieder anfangen. Ich bin so unzufrieden. Ich werde immer unzufrieden. Deswegen, ich freue mich riesig. Meine Haut wird schlaffer und fahl und großporig und klar, ist sie immer, wollte ich was sagen, aber es ist einfach extremer, ne, wenn ich Retinol nicht verwende. Es ist einfach so. Bei mir ist das so. Das ist so eine gelbliche Creme. Das, ja, stört vielleicht, es stört eigentlich nicht, weil ich das immer abends verwende und dann ist das egal. Es kann tatsächlich so einen gelblichen Touch geben, tagsüber quasi, ne? Aber wie gesagt, ich würde es empfehlen, einfach nur abends zu verwenden und dann ist es egal. Also hier, ihr seht, glaube ich, gar nicht, dass es gelb ist. Ne? Wie gesagt, abends und ja, Retinaldehyd ist ja halt die Stufe über Retinol. Ne? Retinol braucht zwei Umwandlungen bis Retinsäure, also wir wollen Retinsäure oder Tretinoin. Und Retinaldehyd braucht nur eine Umwandlung und dann ist es sofort, oder ja, eine Stufe nur sozusagen bis Retinsäure oder Tretinoin. Von daher ein großer Tipp, also man redet ja nur von Retinol, aber Retinaldehyd ist eigentlich besser. Ich mixe das tatsächlich, also wechsle ab zwischen Retinaldehyd und Retinol und auch
Bakuchiol manchmal so. Ich versuche es ein bisschen so zu mischen und je nach Lust und Bedarf halt. Ne? Aber Retinaldehyd sollte nicht fehlen, ne? In der Hautpflegeroutine. Ich verlinke natürlich die Homepage, falls ihr auch Interesse habt, also wirklich tolle Produkte. Ihr wisst ja, ich liebe ja Skincare, deswegen wollte ich das jetzt zeigen in einem Vlog und nicht in einem Haul. Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich echt die Nase voll von Hauls. Das ist so ein bisschen das heutige Thema vielleicht auch im Video. Und zwar ist die Frage, ne, oder eigentlich keine Frage, sondern das ist im Grunde eine Aussage, man wird schon im Laufe des Alters bitter, oder? Also ich möchte natürlich hier positive Energie verbreiten, aber das ist, denke ich, schon so ein bisschen ein Thema. Ich sehe hier gerade, wenn ich am Fenster sitze, wie deutlich man meine grauen Haare sieht. Naja, ich musste vielleicht zum Friseur. Naja, wo war ich denn geblieben? Ja, genau, also Bitterkeit. Ja, nein, es ist, ich merke das immer mehr im Laufe des Lebens, dass man immer bitterer wird, aber es ist ja ganz, ganz wichtig, dass man dagegen kämpft, dass man einfach lernt, dankbar zu sein. Aber ich habe so Phasen, wo ich halt mich bitter fühle, so, ne? Aber das muss man muss einfach dagegen arbeiten und dankbar ist einfach das Allerwichtigste. Aber wie gesagt, ich mache heute einen Vlog zum Beispiel, weil das ist so ein bisschen, wo ich bitter bin oder mich bitter fühle auf YouTube, dass nur Hauls oder Neuheiten-Videos nur laufen. Und ich ärgere mich tatsächlich. Ne? Ich frage mich, möchtet ihr das nur sehen? Wahrscheinlich ihr nicht. Diejenigen, die diesen Vlog sehen, nicht. Und immer wenn ich Vlogs mache, dann kriege ich so viele schöne, tolle Kommentare. Aber die Vlogs werden von YouTube nicht gefördert. Und das ist bitter. Das ist richtig bitter, weil man macht sich auch sehr viel Mühe mit einem Vlog. Das sind ja gefühlt tausende von kleinen Videosequenzen, die man zusammen schneidet oder zusammenfügt und daraus entsteht ein Vlog oder ein kleiner Film, ein Minifilm, ein Video. Und ja, also Hauls, ja, die sind auch, die laufen auch, ne? Drogerie natürlich, ne? Drogerie-Haul, DM-Haul und Neuheiten. Und ich würde behaupten, dass es schon ein paar YouTuberinnen gibt oder YouTuber auch, die einfach sich darauf spezialisiert haben, die haben gemerkt, es läuft und dann machen sie das nur. Und ja, wenn man das mitmacht, wenn man diese Spielregeln einfach nur mitmacht, dann läuft es vielleicht, aber ich könnte es nicht machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Schminksammlung aufgeräumt. Das ist auch so eine Art Bitterkeit. Ich hatte das tatsächlich gedreht, aber dann war das Mikro irgendwie kaputt. Keine Ahnung, dass es nicht mit dem Ton funktioniert. Das war völlig tonlos, als ich das nachher dann gesehen habe. Yay! Also es wurde kein Video, ne? Aber naja, ich habe das jetzt die letzten Monate oder die letzten Jahre, wenn man so will, einfach gedacht. Oder ich fühle Stress. Es ist Stress bei mir. So viel Kleinkram hier zu haben, so viel, ja, ne, Make-up und so weiter. Ne? Man kauft immer was dazu und dann zeigt man Neuheit oder Haul und so weiter. Und zum Schluss hat man so viel. Ich frage mich, diejenigen, die das wirklich zu 100% mitmachen, was machen die mit dem ganzen Zeug? Also man kann das nicht wieder verkaufen, also eBay Kleinanzeigen oder sowas, das habe ich versucht, das kauft kein Mensch. Verschenken, ja, klar, aber so viele Freundinnen habe ich nicht und die sind auch nicht, also, oder sagen wir mal so, die sind nicht so schminkinteressiert wie ich, ne? Und ich weiß nicht, ich möchte immer mehr vloggen, aber wenn es nicht gefördert wird von YouTube, ich weiß es auch nicht. Also bitte kommentieren und Daumen nach oben und zu Ende gucken. Ganz, ganz wichtig. Also darauf achtet YouTube, ne? Watchtime und Klickrate. Und auch wie es reagiert wird unter dem Video quasi, ne? Mit Kommentaren und Liken und so. Und naja, so, ja, ich bin bitter heute. Meine Güte, Lena, stell dich nicht so an. Es ist nur YouTube, ja? Ich habe jeden Tag Essen auf dem Tisch, ich bin gesund und wir haben keinen Krieg hier. Also, naja, aber manchmal wird man einfach enttäuscht von Menschen und ja, in meiner Familie haben wir seit einem Jahr eine unschöne Sache, die hier läuft und das hätte man einfach anders regeln können und naja, jetzt ist es wie es ist. Man sammelt einfach Erfahrungen im Leben. Also, hier kommt eine tolle Überleitung, also um seine
Bitterkeit zu überwinden, hilft vielleicht ein bisschen ein Parfum. Das ist keine bezahlte Kooperation. Ich habe es einfach zugeschickt bekommen von Tawasis, heißt die Firma. Ich habe tatsächlich selber danach gefragt, ne? Weil das ist Demeter-Qualität sogar. Ne? Also wirklich Natur. Kosmetik oder Naturparfüm. Und ich habe hier Mai Tau, heißt diese Serie, die sie haben, Nummer 1. Riecht, ja, das ist so ein bisschen sehr viel, irgendwie Sandelholz oder irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht ganz mein Fall, aber Nummer 3 habe ich auch, ist super. Das ist so ein bisschen süßlich, hatte ich gerade drauf gespürt, mache ich jetzt wieder. Ein bisschen süßlich, frisch und zart, irgendwie leicht, also perfekt für den Sommer. Das ist wirklich eine große Empfehlung. Aber was, und dann habe ich hier einfach so kleine Servietten im Grunde auch bekommen. Und da habe ich habe in Erinnerung, ich habe diese Parfüms nämlich schon mal gehabt bei mir, aber ganz am Anfang von meinem Kanal. Aber da weiß ich noch, dass Nummer, nee, Nummer, war das Nummer 4? Doch, Nummer 4 war das. Das ist so. So gut, also das ist so frisch, so ein bisschen ja rosenduftig oder blumig und ich kann das ganz schlecht beschreiben so und ich kann Parfüms wirklich extrem schlecht analysieren und das ist ja auch unterschiedlich auf jeder Haut sozusagen, ne? Aber das ist wirklich ja, das hoffe ich, dass ich irgendwann mal auch so eine Flasche davon habe, ne? Genau, ein kleiner Tipp auf jeden Fall, ne? Wenn, weil ich habe immer so mein Bedenken, man weiß gar nicht, was ist denn in Parfums alles drin, irgendwie so, ne? Und genau, also Naturparfüm. Und in der Drogerie habe ich nichts gefunden, was mir gefällt. Also da kriege ich sogar Kopfschmerzen von, ne? Und das hier ist wirklich sind immer tolle Duftkompositionen, muss man wirklich sagen. Es ist ein bisschen dunkel hier, glaube ich, am Fenster. Es ist einfach am Regnen. Aber jetzt esse ich und zwar, da sieht man es, glaube ich, ja, einfach Lachs und jede Menge Rucola und geriebene Gurke. Ich freue mich. Das Essen war lecker. Guck mal, es regnet den ganzen Tag. Wahnsinn. So, ich fahre zur Drogerie. Ich wollte gucken, ob es da eine Schminktasche, so eine Art Schminktasche gibt, die mir gefällt. Und ich muss mich so ein bisschen beeilen, weil meine Tochter braucht das Auto. Wir teilen das Auto. Und genau, sie braucht gleich das Auto. Sie hat Springunterricht mit dem Pferd. Oder nicht mit unserem Pferd, sondern mit einem anderen Pferd. Und genau, aber genau, also ich dachte, ich erledige das jetzt oder gucke einfach so, ne, was es so gibt. Ja, ein ganz schlechter Winkel, glaube ich, ne? Aber egal. Diese Toilettentasche habe ich geholt. Ich fand das Muster ganz nett, also ganz süß, ne? Und genau, ein bisschen hell, denke ich mal, ne? Wenn man die wirklich täglich verwendet, das wird schnell schmuddelig. Aber egal, dann wasche ich das eben ab und zu, ne? Dachte ich. Ich wollte eigentlich auch was Liegendes eher, ne? Dass man wirklich so den Überblick hat sofort, wenn man das aufmacht. Aber sowas findet man nicht in der Drogerie, das musste ich dann online bestellen und ich dachte erstmal sowas. Und hier passt ja jede Menge Sachen rein. Aber ich möchte also einen, ja, wie gesagt, einen Überblick haben, ne? Aber auf beiden Seiten sind hier so kleine Fächer. Und auch außen sind ja zwei Fächer an den kurzen Seiten und dann auch hier auf der langen Seite ist auch einfach. Ne? Also da passt einiges rein. Also ich freue mich. Ich denke, das wird ganz gut sein. Was ich gefunden habe, ist, also das ist neu von Schäbens, Sofort-Spray Bitterstoffe. Ich nehme ja immer von Bitter, wie nennt sich das? Bitter. Bitter, genau, Bitterliebe, so heißt das. Genau, das kaufe ich ja immer. Aber das kostet ja irgendwie 14 € oder sowas und ist ziemlich schnell alle bei mir, weil ich liebe Bitterstoffe. Und jetzt habe ich das gefunden, wie gesagt, von Schäbens. Einfach ein Spray zum reinsprühen. Zwei Pumpstoße wohl. Oh, das ist anders. Ja, kam jetzt nicht alles in den Mund rein. Einfach so ein bisschen drumherum. Ja, muss ich gucken. Muss man sich dran gewöhnen. Also ich finde Bitterliebe einfach so lecker auch, ne? Das hier ist ein bisschen süßlich. Naja, wenn bitter, dann wirklich bitter, ne? Dann brauche ich nichts Süßes. Weiß ich nicht. Muss man sich dran gewöhnen wahrscheinlich. Und Mandelmus.
kaufe ich ja immer wieder und das snacke ich, viel zu viel snacke ich das eigentlich, ne? Und das ist alle bei mir, das habe ich jetzt neu geholt von Altera Dio Creme. Super, spitzenmäßig. Allerdings 4 € für so ein Ding. Aber Dios sind teuer geworden. Und ja, die Frage ist, ne, man kann es eigentlich ganz, ganz leicht selber herstellen. Das ist ja im Grunde hier, wie heißt das Zeug? Muss ich nachgucken. Wo haben wir das dann? Genau, Bicarbonat ist es ja im Grunde hauptsächlich. Ne? Und dann einfach ein paar ätherische Öle. Und dann hat man ein tolles Deo. Ne? Von daher müsste man eigentlich selber herstellen, dann zahlt man keine 4 €. Ne? Mal schauen, vielleicht in Zukunft. Aber das riecht auch lecker. Also wirklich sehr, sehr frisch. Und ich bin ja auch so faul. Ne? Ich kaufe lieber. Ne? Und genau, und dann. Das war, glaube ich, neu, die Farbe von Essence. Und mittlerweile gucke ich ja nur nach Clean Beauty. Und das ist eben Clean Beauty. Jetzt habe ich was, ja, so Weinrotes drauf. Das passt irgendwie nicht mit Orange jetzt obendrauf. Aber oh, das ist richtig knallig. Ich denke mal, wenn man sonnengebräunt ist, das kann dann richtig schön sein. Das ist die Farbe 04 Chili. Genau. Und das ist auch neu, Lip Jam. Ich meine, das war neu. Auf jeden Fall Clean Beauty von Catrice. Hydrating Lipgloss. Ich war da am gucken. Ich möchte einfach so ein, ja, am liebsten so transparent, eventuell ein bisschen Farbe. Das ist ganz leicht rosa, aber das fällt kaum auf. Und einfach Hydrating. Die haben ja da auch viele Plumping Lips und sowas. Und dann ist es mit Menthol und das wollte ich jetzt nicht. Sondern einfach nur was ganz Mildes, was einfach so ein bisschen glänzt und pflegt. Und genau, Lip Jam. Ich habe übrigens jetzt doch diesen Tinted Kiss von Essence aufgetragen. Habe ich überhaupt gesagt, eben wie er heißt? Also diese orange Sache hier, ne? 04 Chili Chill. Und das ist richtig cool. Also wenn man blaue Augen hat und wenn man ein bisschen sonnengebräunt ist, das ist dann so Bäm, ne? Also wow. Ja, ich bin immer noch in der Stadt. Ich gehe jetzt schnell zum Netto. Brauche da ein paar Sachen, Rucola unter anderem. Das bleibt ja nur 2, 3 Tage frisch. Und dann muss ich auch Geld da abheben. Das ist super, ne? Wenn man über 20 € einkauft, dann kann man da auch Geld abheben. Also von daher, das muss ich auch. Also, sie hatten kein Rucola, aber dafür bin ich jetzt im Pflanzenparadies. Also erstens, ja, das ist auch eine Pflanze, Basilika, aber das wird sofort aufgegessen. Da mache ich immer ein Pesto draus. Ganz, ganz lecker. Ich liebe Basilikum, das riecht so lecker. Und dann dachte ich einfach mit Feier des Tages, also das ist ja eine Standardblume. Habe ich nie mich darum gekümmert, wie die heißen. Jetzt sehe ich das auch nicht. Leider, das stand auf dem Schild. Könnt ihr mir sagen, wie heißen diese Pflanzen? Das ist ja Standard, ne? 1,20 € oder sowas dafür. Ich dachte, komm, nehme ich mit. Es ist immer schön auf einem Tisch oder so. Und dann möchte ich mich demnächst ein bisschen mehr mit grünen Zimmerpflanzen beschäftigen. Also die ich jetzt habe, die sind uralt und irgendwie sind sie nicht mehr mein Stil. Also ich mag sie irgendwie nicht mehr und ich kümmere mich kaum darum. Ich gieße sie selten, weil ich sie einfach langweilig finde. Ich möchte jetzt was Neues. Und dann habe ich das hier gefunden. Das war jetzt nicht super preiswert, ich glaube 3,50 €. Wie heißt das? Steht jetzt auch nicht, wie das heißt. Wie heißt? Könnte mir auch schreiben, vielleicht, wenn jemand da Experte ist. Also, ich kenne mich ganz schlecht aus. Aber ich mochte die auf jeden Fall und ich dachte, die nehme ich nicht. So, und jetzt kommt das Highlight. So, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil sie sonst hier abbrechen. Guck mal, Trockenblumen in allen möglichen Variationen. Ich freue mich. Also, es war 50% Rabatt. Und keine Ahnung, sonst haben sie nie Trockenblumen, aber so schöne Farben, rosa, dunkelblau und cremeweiß. Also da freue ich mich total, dass ich da einfach ja, irgendeinen Strauß oder eine Vase damit hinstellen kann. Trockenblumen polarisieren vielleicht, ne? Das ist natürlich ein Staubfänger, gar keine Frage. Aber dafür halten sie ja so gut wie ewig, ne? Schnittblumen muss man ja nach einer Woche wegschmeißen. Und ich bin so, ich kaufe auch Schnittblumen ab und zu, aber sowas finde ich ist eher, sagen wir mal, nachhaltig oder halt, ja, beständig eben, ne? Jetzt mal essen. Ich habe hier einen Salat, Eisbergsalat, Gurke, Avocado und so einen fertigen Thunfischsalat.
Und ich suche nach so einem Bowl, sagen wir mal, ne? Also das hier ist einfach nur Tupperware, aber ich möchte irgendwas aus Glas oder Keramik oder sowas. Aber die sind ziemlich teuer, ne? Kannst du mir gerne schreiben, ob du was Gutes kennst. Ich war gerade eine Runde walken und jetzt dachte ich ein bisschen Hautpflege. Und zwar habe ich hier Augenpatches zugeschickt bekommen zum Testen. Die sind noch nicht gelauncht, also ich bin gespannt. Das soll einfach so ein bisschen gegen Falten und Schwellungen helfen. Und ihr seht ja hier, ne? Immer etwas geschwollen da bei mir. Und mal gucken. Ne? Das soll, also man muss sie nicht jeden Tag verwenden, aber so ein paar Mal pro Woche. Und so auf Dauer soll das was ausmachen. Ich bin gespannt. Und sonst habe ich schon Vitamin C Serum drauf. Das ist Standardpflicht. Ne? Das werde ich gleich auf meine Narbe auftragen. Ich habe ja so einen Leberfleck auf dem Rücken vor, keine Ahnung, einem halben Jahr wegmachen lassen. Und da kriege ich immer mit B-Oil die Narbe ein. Und jetzt endlich Restore Comfort habe ich jetzt gerade aufgemacht. Und zwar bis jetzt hatte ich hier All-in Barrier Cream. Ihr seht ja, ganz leer. Also von daher kommt wie gerufen. Auch YouTuber sind nachhaltig. Ne? Ich versuche wirklich, die Sachen zu ändern, aufzubrauchen. Von daher. Aber das ist so, das tut so gut. Wirklich perfekt nährend. Ich mache das hier drumherum einfach um die Patches und dann. Habe ich dann, ups, Augencreme dann hinterher für die Augen. Richtig, richtig gut. Ja, gestern, wo habe ich da aufgehört? Genau, ich habe meine Schminksachen in die neue Schminktasche reingetan. Oder ja, halt diese, ja, doch Schminktasche nannte ich das. Das habe ich nicht gefilmt, aber ich dachte, ich kann ja heute zeigen, wie es aussieht. Das kann ja ganz nett sein. Und ich dachte, ein Pesto mache ich auch. Vom Rucola und ja, so einige Sachen sind auf jeden Fall geplant. So, jetzt habe ich etwas Ordentliches eingezogen und ja, die Kreolen sind von Ana Luisa, finde ich wunderhübsch. Und die Halskette, die ist von einer Künstlerin hier in der Nähe, die wir so ein bisschen kennen. Das ist so eine schöne so Blütenknospe. Also immer wenn ich die Kette trage, dann ja, kriege ich so viel Lob. Also wenn ihr Interesse habt, sagt Bescheid. Ich glaube nicht, dass sie ein, ich meine, sie hat keine Homepage, ne? Aber sie war auf jeden Fall bei Etsy. Also ja, eventuell kann ich was verlinken, falls ihr Interesse habt, ne? Sagt einfach Bescheid, aber das ist einfach so schön. Genau, jetzt gucken wir mal, ob das hier was gebracht hat. Oh, minimal vielleicht. Aber auf jeden Fall tut es ja wirklich sehr gut hier, ne? Weil die Haut wirklich schmeidig, die Lachfalten ein bisschen gemildert, sagen wir mal, ne? Also ja, könnte was sein. Ist wie gesagt noch nicht auf dem Markt. Ne? Ich habe die Ehre, das auszuprobieren. Und jetzt einfach ein bisschen Augencreme. Und dann dachte ich, fange ich an mit dem Pesto. Da freue ich mich drauf. Ich nehme meistens ja, im Grunde alles hier von dem Basilikum. Dann mache ich meistens einfach vegan sozusagen, kein Käse oder Parmesan drin, sondern einfach nur Mandeln statt, wie heißen die? Mein Gott, ich habe Wortfindungsstörung. Pinienkerne, meine Güte. Da
Sardinenkerne, einfach so ein bisschen Mandeln gemahlen. Ach, Zitrone muss auch rein, hole ich. Ich habe immer gepresste Zitrone im Kühlschrank für heißes Wasser zum Trinken oder einfach so zum Würzen. So, und Olivenöl versteht sich, je nachdem wie flüssig man es haben möchte. Ich kenne mich, also das hier ist innerhalb von 1 bis 2 Tagen weg, also alle. Deswegen versuche ich mit Olivenöl jetzt ein bisschen vorsichtig zu sein. Das ist ja gesund, ne? Aber man soll sich in Grenzen halten, vielleicht doch. Und dann einfach Salz und Pfeffer. Da nehme ich oft einfach hier vom, was ist das? Vogel? Ah, Vogel. Das kaufe ich tatsächlich immer in Schweden, obwohl es ja, glaube ich, aus der Schweiz ist. Aber das ist so Standard in Schweden tatsächlich. Bisschen Pfeffer. Und Knoblauch, ja, frisch ist natürlich besser, aber habe ich selten da, einfach nur Pulver. Das war's. Und dann mischen und dann hat man was ganz Leckeres. Erstaunlich, dass es so wenig wird. Ne? Man hat ja so viel Basilikum, denkt man, aber es ist natürlich sehr viel Luft. Man kann natürlich mehr Olivenöl reintun, ne? Aber so ist der Geschmack total intensiv, also so lecker. Jetzt esse ich so ein bisschen die, ach hier ist auch ein Rest drin, ne? Das esse ich jetzt einfach so zum Snacken, das ist besser als Chips oder sonst was. Ich habe das sehr salzig gemacht, ne? Aber ich finde, und dann mit Zitrone, und ja, das ist einfach lecker. Ich habe hier so ein paar Krabben, dachte ich, mit Pesto drauf. Es ist eigentlich Mittagessenzeit, aber ja, das ist ja ein bisschen wenig dafür. Aber erstmal so, einfach nur Pesto genießen. So, ich dachte, dass ich jetzt alles zeige, was ich hier alles reingepackt habe. Es ist wirklich alles, was ich brauche hier drin, an Make-up und so, ne? Und ja, es ist relativ voll, muss man sagen. Aber ja, es gibt viele Fächer und alles wunderbar, muss ich sagen. In dem großen Fach, hier in der Haupttasche, habe ich dann erstmal Pinsel einfach draufgelegt. Das ist so ein Aufbewahrungsständer von Make-up Coach. Das ist wirklich super. Und dann habe ich hier Sachen, die ich immer brauche, jedes Mal, so Kleinigkeiten. Das habe ich einfach in eine Tupperdose reingetan. Für die Augenbrauen von Catrice. Hier, das ist Clean Beauty. Also es ist alles Clean Beauty oder Naturkosmetik oder fast alles. Eine Mascara von Altera. Teste ich jetzt Fake Lash, ja, geht. Und dann mein Lieblingsconcealer von Dr. Jeske Ulte und dann jede Menge Kajalstifte. Also ich muss sagen, ich liebe Kajalstifte. Mehr als Lidschatten tatsächlich. Und das hier, hat sich das überhaupt mal gezeigt? Das ist ja so statt Wimpernzange, das ist so aufheizbar. Ganz, ganz gut. Ja, also die Aufbewahrungsmethoden hier drin sind schon so ein bisschen, ja, könnte man verbessern, ne? Aber erstmal dachte ich einfach rein damit. So, in dieser Tasche muss ich selber gucken, was habe ich da reingetan? Ah ja, Lip Liner, jede Menge und Lipglosses hier von Altera zum Beispiel. Das ist, was ist das? Charming, Nummer 16 Charming. Und das ist ja, das hatte ich ja jetzt im Blog gekauft. Tinted Kiss von Catrice und so weiter. Oh, das ist auch eine sehr schöne Farbe von Altera. Elegant Red, Nummer 19. Sehr, sehr schön. Und genau, also sind eigentlich wirklich nur meine Lieblingssachen hier drin. Ich bin ja ein Rouge-Fan. Also total, muss man sagen, ne? Also was hier alles ist, also ich kann mich echt von keinem Rouge trennen. Ich habe das so ein bisschen farbmäßig sortiert. Hier ist rosa, das allerhellste hier am Anfang. Und das liebe ich hier, ne? Von Altera. Man denkt, das sieht nach nichts aus, aber das ist wirklich ganz, ganz schön als Topping. Auch wenn man so Creme Rouge und Creme Bronze hat und das dann oben drauf, also das wird so ein schönes Finish. Natural Rose Nummer 01 zum Beispiel und hier ist glaube ich, oder ne, hier sind Puder Bronzer glaube ich, ne?
Genau, Puderbronzer in, ja, da bin ich pingelig. Also das muss ich alles hier so ein bisschen durchtesten, ob ich überhaupt damit klarkomme. Aber sonst hier ein bisschen Peach-mäßig habe ich hier auf dir, in der Ecke. Also ich habe mehr Rosa tatsächlich. Genau, und was haben wir noch? Ach, das liegt einfach lose da. Dann haben wir hier ein Fach an der Seite hier, ein großes Fach. Und da habe ich Creme Lashes. Da habe ich zum Beispiel, die sind ja super, ne, von Catrice. Das ist Clean Beauty. Nummer 10 Rockin' Peach und Nummer 20 Techno Pink. Wunderschön. Achso, ich habe auch eine dritte Farbe. Das ist 30 Rock'n'Rose. Genau. Genau, dann von Nude Cosmetics. Das ist eine wunderschöne rote Farbe. Ganz toll. Und dann Creme Bronzer. Habe ich jetzt nicht so viele, die liegen lose. Und zwar von Nude Cosmetics. Das ist eine schöne Farbe. Sehr schöne. Also, die verwende ich eigentlich ausschließlich im Moment im Alltag. Das ist von Nui, so ein bisschen mit Schimmer, auch nicht von schlechten Eltern. Und das hier liebe ich ja von Lavera, eine sehr schöne Farbe. So ein bisschen Mischung zwischen Bronzer und Blush, muss man sagen. In den kleinen Fächern auf der anderen Seite, da liegt so ein bisschen loser Kram herum, so ja, Quasten und Make-up-Schwamm und so weiter. Ihre Menge, sehe ich gerade. Und mein Lieblingspuder im Moment von Clean ID. Highlighter auch. Verwende ich auch sehr oft von Santa. Und auf der anderen Seite habe ich Foundations und BB-Creams. Die hatte ich gestern an von Clean and Free Manhattan, aber ich bin leider nicht ganz so zufrieden damit. Das ist sehr grobkörnig, das passt einfach nicht für eine reife Haut, nicht für meine auf jeden Fall. Deswegen eventuell sortiere ich die aus. Aber Alverde habe ich ja immer wieder von gesprochen. Hydro BB Cream, sehr schön, sehr feuchtigkeitsspendend. Und Clean ID, die verwende ich auch sehr oft, ist bald alle. Die ist allerdings zum Filmen nicht so gut, weil die Deckkraft irgendwie total minimal ist, aber im Alltag ist es super. Das ist Clean Beauty tatsächlich, Catrice Shake Fix Glow Fixing Spray, sehr schön. Und genau, das ist ja ein Knaller. Das ist All Over Tint, ne, All Over Glow Tint von Catrice, sehr schön. Und hier in dem kleinen Fach habe ich Lippenstifte, das habe ich so ein bisschen nach Farben sortiert. Hier sind Orange, so korallmäßig. Und hier ist Rot. Und zwar, das trage ich heute. Ich habe mich ja eben kurz gesehen. Das ist Vintage, Modern Red Nummer 03 von Altera. Das ist ganz toll. Dann habe ich braune Farben und hier lose liegt das hier. Das ist einfach ja, Weinrot von Altera und zwar Cassis Nummer 18. Und das ist einfach so zum Pflegen oder ein bisschen Schimmer von Lavera. Das war's bei Lippenstiften. Ich bin ja eher ein Lipgloss-Mädel eigentlich, ne? So, und auf der Seite. Was ist da? Da ist, das ist nichts Besonderes. Das sind so Winterfarben, dachte ich. Also das verwende ich jetzt nicht, weil die ein bisschen dunkel sind und ein bisschen sehr nude oder sehr soft irgendwie. Das große Fach hier. Da habe ich Lidschatten. Und zwar Mono-Lidschatten, einfach so in einer Tüte. Sehr viele von Lavera. Das habe ich ganz am Anfang von meinem Kanal im Grunde gekauft von Honest Beauty. Und zwar dunkle Farben habe ich geschrieben. Ich hatte das ja ursprünglich in meinem Kit. Ja, verwende ich aber sehr oft, muss ich sagen. Vor allem das hier für einen Lidstrich. Sehr nette Farben. Kommt ja von einer Schauspielerin. Habe ich jetzt nicht im Kopf von welcher, aber so eine Weltstar. Blende ich ein. Genau. Achso, das sind ja auch Monolidschatten. Also manchmal weiß ich auch nicht. Ne?
Ja, aber es passte hier nicht rein in die Tüte, ne? Aber die haben ja ganz, ganz tolle Lidschatten neu. Mit Papierverpackung. Das ist natürlich vorteilhaft, ne? Nachhaltig und alles, ne? Aber halt, die werden ein bisschen verschmiert, ne? Im Laufe der Zeit. Egal. Und Lavera ist hier schon. Das hatte ich heute tatsächlich von Altera. Steht zwar Winter Beauty, aber ich finde, geht auch im Sommer. Ich hatte einfach die rosane Farbe hier auf das bewegliche Lid und das in der Ecke. Genau. Und Annabelle Minerals hatte ich mal so geschickt bekommen. Sehr, ja, es rieselt. Oh ja, es rieselt. Aber sehr schön, das ist eine Top-Farbe. Oh, jetzt habe ich alles fertig gemacht. Super. Ganz toll. Das muss ich wohl jetzt ein bisschen rausschüttern hier. Ne? Mache ich gleich. Ja, wie gesagt, Lidschatten. Paletten hier von Alverde. Ich bin ja nicht so der rosa Fan auf den Augen, aber das schmeiße ich nicht weg auf jeden Fall. Das ist auch, ne, das ist Nude von Altera. Das ist Rosa von Altera. Genau, das habe ich ja neulich gezeigt. Schokoholic, genau, von Trinity Up, auch Clean Beauty. Und Alverde Rosy Favorites. Genau. Was war Ui, was das? war das denn? Ja, die boxt. Ganz böse, Muss ne? lieb sein. Schafe sind gemein. Kali. Meine Tochter hat ihren 19. letztes Wochenende gefeiert und jetzt sagte ich einfach, dass ich den Pfand abgebe. Könnte sie natürlich auch machen, aber ich weiß, dass es dann wahrscheinlich monatelang dauern wird und ich dachte, ne, also fast 30 Euro. Why not, ne? So, und jetzt dachte ich, fahre ich so zur Nachbarstadt. Ich hatte einfach Lust, jetzt einen Weltladen zu besuchen. Das war so lange her. Ich hoffe, dass sie auch Fun haben. Das sind ja Ferien hier in NRW, aber ich hoffe es. Ich freue mich drauf. Richtig, genau. Das kann ich auch unter verlinken dann in der Infobox. Ja, das war echt ein süßer kleiner Laden. Kleinigkeiten gekauft und man kann ja sehr viel Lebensmittel kaufen und so. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe einfach nur hier Bio-Schoko-Espresso-Bohnen gekauft. Ganz lecker. Also wirklich, da drin sind dann kleine Kaffeebohnen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das schmeckt dann also ja, ein bisschen bitter, aber dann das Süße drumherum, ne? Süße Schokolade drumherum. Sehr gut. Und eine kleine Eule. Made in Kenia. Ich sammle Eulen so ein bisschen. Ich finde sie irgendwie süß. Und ein Armband. Fand ich wirklich sehr, sehr nett. Ich habe keine Ahnung, welche Steine. Ich schätze mal keine Edelsteine, oder? Das eventuell. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, ja, ich find es einfach sehr dezent und freue ich mich drauf zu tragen. Diese Espresso-Bohnen werden von GEPA vertrieben, steht hier. Und die handeln halt mit Paraguay, Dominikanische Republik, Philippinen und so weiter. Und es muss also 99,9% fair sein, alles, was die anbieten. Also, genau, ist im Grunde alles fair hier. Ne? Ich bin wieder zu Hause und esse ein bisschen. Und wie gesagt, der Pesto, der ist bald weg. Ja, ich bin spazieren gegangen, so meine tägliche Runde, 4 Kilometer. Normalerweise mache ich das mit dem Hund, aber im Sommer möchte der Hund einfach nicht mit. Da, hier ist mein Kleiner. Es ist dann einfach zu warm und sie kommt dann einfach nicht mit. Ne? Und dann mache ich das alleine. Was ich auf jeden Fall mit euch zusammen aufmachen möchte, ist dieses Paket hier. Und zwar mache ich jetzt ein Unboxing. Und zwar ist das von Sleep and Glow. Und das ist nicht das Kissen. Die sind ja berühmt oder bekannt für dieses tolle Kissen, die so ergonomisch geformt ist, quasi so ein Anti-Aging-Kissen. Ich muss erstmal runterschlucken hier. Das hier ist eine Gewichtsdecke. Also ich schätze mal, dass ich ein Review darüber mache demnächst, aber ich dachte, dass ich erstmal einfach auspacke. Also Gewichtsdecke, das ist ja was ganz Cooles. Das wollte ich schon immer haben, oder was heißt schon immer? Ne? Ich weiß nicht, wie lange es sowas auf dem Markt gibt, aber in Schweden sind sie total,
sagen wir mal, in oder im Trend, weil man einfach damit besser schläft. Das ist einfach, ich glaube, ich habe bestellt 7 Kilo. Also die Decke wiegt 7 Kilo und das macht einfach geborgen und ja, ich freue mich. Hier ist das gute Stück. Ah ja, das ist einfach so, ich kriege das kaum raus. Wahnsinn, 7 Kilo. Kommt in so eine Tasche wohl und ich gucke mal, ob ich das einfach nur so ein bisschen aufmache, damit man so einen Eindruck bekommt. Naja, guck mal. Einfach eine, ja, also wenn man die Decke quasi ausbreitet, dann ist es ja nicht wirklich sehr schwer. Ne? Das ist ja einfach insgesamt 7 Kilo. Ne? Also, wow. Ja, da werde ich, wie gesagt, denke ich mal näher drüber berichten irgendwann mal. Ich dachte einfach, dass ich diesen Blog jetzt beende und ich hätte auf jeden Fall Lust, viel öfters jetzt Vlogs zu machen. Schreibt mir gerne, ob es euch gefallen hat. Ups, das ist nur mein Hund. Beauty wird sicherlich auch nicht zu kurz kommen, von daher hoffe ich, dass es eine schöne Sache wird. Also vermehrt Vlogs auf jeden Fall. Also es ist nichts in Stein gemeißelt und ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.